Hallo, Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Dream Scenario. In diesem Film geht es um Paul Matthews. Er ist ein Professor an der Schule, so mehr oder weniger erfolgreich, durch einen Zufall oder unerklärlichen Zufall taucht dieser Paul Matthews in den Träumen vieler Menschen auf. Es kann sich keiner erklären, wieso und warum, aber er ähm, taucht dort auf und ähm, misshandelt die Leute und ähm, bringt sie teilweise um und alles. Und das nimmt dann solche... Formen an, weil Social Media, klar, man findet da irgendwie dann irgendwie die Leute und so. Denn das ist ja nicht nur ein lokales Problem, sondern es geht weit über seine, ich sag jetzt mal, Stadtgrenzen hinaus. Und das geht dann auch immer weiter, dann auch, dass die Familie dann auch immer mehr Probleme hat. Nicht nur unser Paul Matthews, Jack, der von Nicolas Cage gespielt wird, bekommt immer mehr Probleme. Denn ähm, ja, Niklas Cage kennen ja viele zum Beispiel auch aus, ähm, aus Ghost Rider zum Beispiel oder Massive Talent. Sondern auch seine Familie bekommt natürlich immer mehr Probleme. Zum Beispiel seine Frau Julianne, äh, Janet, gespielt von Julian Nicholson, so rum. Die kennt man zum Beispiel aus Togo der Schlittenhund. Und auch seine Kinder bekommen auch immer mehr Probleme in der Schule zum Beispiel ähm, seine Tochter Hannah Matthews, gespielt von Jessica Clement, die kennt man zum Beispiel aus Night Blooms oder und seine andere ähm, äh, und die andere Schwester Lil, ähm, Sophie Matthews, gespielt von Lily Bird, die kennt man zum Beispiel aus The Northmen. Ja und die Familie bekommt auch immer mehr Probleme durch dieses ganze Hickhack, weil das bauscht sich dann so extrem auf, dass ähm, die Kinder in der Schule Probleme haben, dass ähm, Janet Probleme in ihrem Job bekommt, weil keiner will in diesem Umfeld mehr sein. Weil alle nur noch Angst haben, dass der Paul Matthews, der eigentlich ja total ähm, lieb und nett ist und eigentlich keiner Seele was zuleide tut, einen nach dem anderen wirklich auch in der realen Welt umbringen würde. Was der aber überhaupt gar nicht vorhat. Und somit äh, gerät das alles immer mehr außer Kontrolle. Ja, so ungefähr kann man das sagen. Aber der Film ist schon echt schwere Kost. Also der Film geht jetzt, sage ich jetzt mal, nur 100 Minuten ungefähr. Aber der fühlt sich an durch das Erzähltempo wie eine Ewigkeit. Also ich hätte jetzt gedacht, ich hätte jetzt locker drei Stunden in diesem Kino gesessen, um mir diesen Film anzugucken, weil der kommt mir so endlos lang vor. Und ich weiß nicht, also es liegt wahrscheinlich am Erzähltempo, dass da er wirklich auch teilweise einfach auch auf der Stelle getreten wird und die Story dann irgendwie so teilweise gar nicht so richtig in Fahrt kommt. Daran kann es vielleicht auch liegen. Und dann ist das das nächste Problem an diesem Film. Womit ich wirklich bei diesem Film ein Problem habe. Der taucht ja tatsächlich in diesen Träumen auf. Und das ist jetzt nicht so Horror, Schocker, sonst irgendwas mäßig, sondern es ist teilweise echt zum Lachen. Also, es haben mehrere Leute in diesem Film, wo die Leute da abgemuxt haben, gelacht. Nicht nur, nicht nur, weil das irgendwie so lustig aussah, sondern weil Nicolas Cage im Vollbart schon alleine schon ziemlich lustig aussieht. Und dann auch noch, wie ja, er teilweise in diesen Träumen aufgetaucht ist, ey, das konnte man nicht ernst nehmen. Da hatte ich echt Probleme gehabt, diesen Film ernst zu nehmen. Das war echt etwas, was mich aus diesem Film ständig rausgerissen hat. Das, ähm, und ich hatte auch dann auch Probleme gehabt, Mitleid mit dieser Figur zu haben, weil das dann teilweise mir dann so ein bisschen zu lächerlich war. Das war dann für mich dann, ähm, ja, es steht ja hier auch zwar als Fantasy-Komödie, aber das hätte man dann doch ein bisschen anders machen sollen, können, müssen. Also das hätte man vielleicht eher so in die, in, man hätte daraus einen richtig geilen Thriller vielleicht sogar machen können. Aber man hat daraus irgendwie Quatsch gemacht, fand ich. Also wie soll ich zu dieser Figur eine Verbindung aufbauen können und Mitleid mit ihm haben können. Wenn er so wenn er ständig nur irgendwelchen Quatsch macht, zwar klar, er bringt da Leute um und so, aber es sieht teilweise so übertrieben aus und es ist so lustig teilweise, wie er da Leute abmurkst, wohl. ey da ähm das weiß ich nicht, ey. Deswegen ist der Film jetzt auch ein wirklich vielleicht auch deswegen, weil es so Komödiantisch war auch ab 12 freigegeben und nicht ab 16. Aber es hat dem Film einfach nicht gut getan. Man hätte daraus vielleicht so, so, so ein Drama-Thriller irgendwie sowas machen sollen. Vielleicht auch mit einer FSK 16-Freigabe, vielleicht dann auch. Da hätte man vielleicht einfach viel mehr aus diesem Film. Rausholen müssen, sage ich. ich, sage müssen. Weil so hat mich der Film absolut nicht berührt. Der Funke ist da absolut nicht übergesprungen. Also, und ich sage euch dafür: also, Kinoticket für den Film würde ich mir nicht kaufen. Da bin ich wieder froh, dass ich meine Flatrate habe. Ich hätte mich sonst richtig geärgert. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung! Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Dream Scenario oder wie man auch denken könnte, der Film, der niemals endet. Also er ist wirklich eine sehr schwere Kost. Ich weiß nicht, wo die da mit dem, was die da sich bei dem Film gedacht haben oder was sie bei dem Drehbuch, was der Drehbuchschreiber sich da gedacht hat oder sonst irgendwas, also der Film ist echt schwere Kost. Für mich persönlich ein bisschen zu schwer, weil für diese ganze komödiantischen die Dinge habe ich es einfach nicht geschafft, die Figur irgendwie Mitleid entgegenzubringen oder mich in die wirklich hineinzuversetzen. Also da hat man das Genre einfach komplett falsch gewählt. Eine Fantasy-Komödie wird das jetzt hier ähm, in Google bezeichnet. Man hätte daraus ein richtig geiles Drama machen können. Man hätte vielleicht ein Horror-Drama oder ein Thriller-Drama irgendwie da in die Richtung hätte man da gehen können, sollen, müssen. Dann vielleicht mit einer FSK 16-Freigabe, aber so sorry, Leute. Also, da bin ich absolut nicht von überzeugt. Schauspiel, egal wie gut die schauspielerischen Leistungen und das alles sind, aber da habt ihr mich echt verloren in diesem Film und somit gebe ich den Film, was ich schon lange nicht mehr gegeben habe. Einen von fünf Totenköpfen. Weil der Film, weiß ich nicht, der. Der verliert mich einfach mittendrin ständig. wie dieses ganze komödiantische Rumgehampel da, was ich in diesem Film absolut nicht gebraucht hätte. Sorry. Nee, geht mal absolut gar nicht. Ja, das war meine Filmbewertung zu Dream Scenario. Wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Und außerdem mal die Frage: Was ist denn euer Lieblingsfilm von Nicolas Cage? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.